Willkommen zurück zu Tennis World Tour. Es geht weiter im Viertelfinale gegen den Level 30 Spieler Nick Kyrgios, der momentan auf Ranglistenplatz 19 ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein reeller Spieler ist oder nicht, da kenne ich mich noch nicht so gut aus mit dem Tennis, aber wir gehen einfach mal jetzt ins Match. Mittlerweile sind wir in den Top 10 angekommen, ich bin auf Platz 9 und wer das letzte Spiel in der letzten Folge gesehen hat, der hat auf jeden Fall auch festgestellt, dass es jetzt auf jeden Fall anspruchsvoller wird und auch anstrengender und auch schwieriger und ja, und überhaupt. Jetzt kommt richtig viel Spannung auf bei den Partien. Ich hoffe jetzt allerdings bei dieser Partie nicht. So, wir spielen 3 Sätze und es gibt sogar ein Tiebreak, wenn es denn nicht in der regulären Zeit letztendlich machbar ist. So, da sehen wir unseren Winning-Spieler, Größe 47 im Schuh. So, war schon gleich Ausdauer runter. So, wichtig, dass wir den ersten Punkt haben. Also gegen den Kyrgios, gegen den habe ich schon mal gespielt in einem anderen Turnier. Ich glaube, das habe ich aber nicht aufgenommen. Und der war wirklich nicht einfach. Da habt ihr es auch gerade mal im Backen sehen. Jetzt schickt er mich. Oh. Mann, das muss doch jetzt mal gewesen sein. Jawohl. Oh. Junge, Junge. Also der ist echt ein guter Grundlinienspieler. Und dass ich den Punkt noch gekriegt habe, das ist natürlich nicht schlecht. Wahnsinn. So. Oh, mein Spieler geht wieder nicht hin. Goddammit. Weiter geht's. Spielt auf jeden Fall 4 Rückhand. Aus. Goddammit. Okay, Concentration. Concentration. Jawohl. Schön Longline. Den hätte er eigentlich auch kriegen können, aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Was? Okay, weiter geht's. Oh. Oh Mann, ey. Jetzt ein Ass, komm bitte. Wenigstens klappt der Long Line, das ist schon mal gut. Jetzt sollen wir auch sehen, dass wir das Spiel dann eintüten. Jawohl. Also mit den Long-Line-Bällen haben wir es, glaube ich, ganz gut im Griff. So, ich glaube, der war ganz übel, was die Aufschläge anging. Natürlich macht er gleich als allererstes einen Ass. Ich wollte schon wieder über meinen Spieler schimpfen, dass er da nicht hingeht. Oh, warum spielst du den denn da hin? Hauptsache, er kann ihn kriegen. Gottes Willen, Monty. Okay. So. Der war meilenweit im Aus. Zweiter Aufschlag. Sehr gut. Ich habe zwar null Ausdauer mehr, aber zumindest habe ich den Punkt geholt. Hier sehen wir es nochmal schön. Ja, okay. Er wird sich wahrscheinlich auch ärgern, dass er da nicht hingegangen ist. Oh, habt ihr das gesehen, was das für ein Flatterball war?
Er spielt ja Longline. Da wusste ich doch. Jetzt! Natürlich kriegt er den auch noch. Warum spiele ich den denn dahin? Natürlich kriegt er den auch noch. Natürlich. Okay, alles klar. Zwei Breakbälle, die sollen wir auch versuchen zu nutzen. Aus. Sehr schön. Oh, wir treffen den Ball nur noch mit unserem Rahmen, das war's. Nein, doch nicht. Oh, nimm ihn! Jawohl. Wichtiges Break. Meine Güte, ey. Sehr schön ausgespielt. So, 2:0. Wir schlagen also zum ersten Satzgewinn auf. Hoffe ich jetzt mal. Wo? Lauf! Oh. Risiko oder lieber safe? Der war nicht gut. Jetzt holt er den Punkt. Nein! Mann! Oh, lauf! Trau mir auch nicht ans Netz zu gehen, weil der mich hier echt gut schickt. Oh, jetzt Longline! Ja! Uiuiuiuiui. Gut. Der war gerade noch mal so auf der Netzkante. Hat man gesagt, auf der Linie. Okay. Jawohl, Long Line. Long Line. Merkt ihr, Long Line. Den habe ich sowas von ausgesehen. Aber egal. Okay, Satzball. Jetzt tüt es ein mit einem Ass. Nein. Longline. Longline. Nein. Oh Mann. Warum hätte ich diese Animation gemacht, ey? So, ein Satzball noch. So, jetzt kommt Ass. Das war schon nicht schlecht, ja. Warum nimmst du den denn nicht, Mann? Oh. Okay. Sei es auch immer wie. Spannung. Schaffen wir es? Aus! Und somit haben wir wieder einen Satzball. This is not good! Und jetzt hat er mich. Nein, damit doch noch nicht. Jetzt hat er. Jetzt! Ja! Game, first set burns.
Gerade noch mal eben so, ey. Sehr schön. Erster Satz im Sack. Wir gucken uns an. Erster Aufschlag. Okay, ich habe es natürlich auch mal auf Ass gespielt. Aber auch er, guck mal. Doppelfehler, keiner. Er hat einen Ass gemacht. Das ist natürlich bitter, ey. So, er beginnt auf jeden Fall wieder mit einem Ass. Wetten. Okay. Mehr davon. Alter Schwede. Ja. Der hat echt ganz schön viel Power. Auf der Rückhand. So souverän das jetzt auch wirkt im ersten Satz. Der ist nicht einfach. Jawohl, Doppelfehler. Sehr gut. Nimm ich auch den Punkt. Sehr gut. 15, 30. Dranbleiben und jetzt aufs Break gehen. Jawohl. Zwei Breakpunkte. Gleich den ersten Aufschlag nehmen, das wäre natürlich super. Nicht immer auf seine Rückhand. Jawohl. Ich habe nochmal das Gefühl, als wenn ich hier bei meinem Controller irgendwie mal einen von diesen Steuerdingern da abbreche, ey. So weit muss ich den immer drücken, damit der hier in die Richtung läuft. Aber egal, manchmal muss man halt drücken und dann tut es halt auch weh. So, haben wir es denn jetzt? Ach Gott. Sehr schön. Zumindest finden wir immer noch eine passende Antwort. Wenn er die Bälle denn so unkontrolliert zurückhaut. Und ein Ass mit 186 km/h. Okay. Stimmt ja, ich muss auf die andere Seite aufschlagen. Komm noch mal ein Ass. Der war gut. So. Jetzt bring das Spiel nach Hause, Monty. Ach Gott, damit. Bring das Spiel nach Hause, Monty, jetzt. Wieder so ein Ruckler. Konzentriert, das ist es. Nein, da kommt er immer noch dran. Immer noch. Oh. Und aus, 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 aus. Sehr gut. Oh. Meine Fresse, hat der uns wieder hin und her gescheucht, ey. Ja, und da ist der Ball wohl versprungen. Das finde ich generell wirklich sehr gut, dass die KI jetzt auch endlich mal Fehler macht.
Vorher waren das ja alles Maschinen, ey. Voll die Terminator. Kein einzigen Fehler. Ah. Und ein Ass. Also er hat seine ganzen Taktikstärken oder seine ganze Taktik auf Stärke ausgelegt, wie ihr das oben bei ihm sehen könnt an diesen roten Fäusten. Das sind alles Zeichen dafür, dass er auf Stärke skillt. Oh, nimm ihn. Longline! Haha! Okay, wir sind rein theoretisch 2 Punkte vom Matchgewinn entfernt. Konzentration. Jawohl, mach einen Doppelfehler. Mach einen Doppelfehler. Jetzt! Longline! Longline! Ja! Yeah! Matchball! 30, 40. Das war sehr defensiv genommen. Ah! Ich dachte, der hätte noch irgendwie die Linie berührt, aber egal. Oh Mann, jetzt macht er einen Ass. Natürlich macht er jetzt einen Ass. Nur wenn mein Spieler sich wieder entschieden hat, den Ball nicht anzunehmen. Jawohl. Hat er wieder gut gemacht. So, jetzt nimm den Ball an. Jetzt hat er Ausdauer runter. Das ist ein Wahnsinn. Jawohl, und wir haben Matchball. Wir haben fucking Matchball. Ja! Und genauso wie er sich jetzt hier freut, freue ich mich auch. Wir haben gegen Kyrgios gewonnen. Es war ein zähes Match. Im Endeffekt haben wir uns aber dann doch souverän mit 13-0 und 13-0 durchgesetzt. Und damit dürften wir in der Rangliste auch wieder aufgestiegen sein. Wir gucken uns mal an. Okay, das sind hier so die Stats. 16 Minuten hat es in der Tat gedauert. Wahnsinn. Match werden auf jeden Fall auch mal länger. So. Wir sacken hier so ein bisschen XP ein. Und das Finale ist gegen Grigor Dimitrov. Nee, das Halbfinale ist gegen Grigor Dimitrov. Auf 3 gesetzt. Ach du Schande. Guckt ihr jetzt mal an. Also das ist ja Wahnsinn. Also die Top-Spieler sind, außer jetzt der Nummer 1, außer Nadal, der ist hier wohl nicht dabei. Aber wir spielen gegen die Nummer 3, gegen Dimitrov. Und im Finale können wir auf entweder Team oder Zverev die Nummer 2 oder die Nummer 4 der Welt treffen. Wir sind momentan Platz 8. Wahnsinn. Okay, das wird auf jeden Fall eine harte Aufgabe, weil gegen den Dimitrov habe ich noch nie gespielt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der geskillt ist. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Interesse habt, wie es weitergeht, dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.